Hallo Leute und herzlich willkommen hier zur dritten Folge von der Stockenbach. So, letzte Folge hatten wir gegrubbert und gedüngt. Und heute, sage ich mal, bringen wir Zwischenfrucht in die Erde. Aber nicht mit unseren Sachen. Ich habe mir da was ausgegeben. Das steht beim Händler. Damit lässt sich schöner arbeiten, finde ich. Aber mal schauen, wie es ist. Zack. Steht jetzt schon. John Deere. Und zwar ein 6110R mit einem Striegel dran mit Satzfunktion. Das probieren wir direkt mal aus. So, Tür zu. Jetzt muss ich hochklappen, sonst wäre ich kürre. So, dann fahren wir mal los. Dann fahren wir zum ersten Feld, das ist dann die 87. So, jetzt sind wir fertig mit dem ersten Feld. Jetzt fahren wir gerade schnell noch zu, was war das für eins, für auf die 96. Gerade nochmal. Und dann haben wir das schon mal durch. Dann können wir schon Zeit vorspulen, ne? Auf jeden Fall gefällt mir der Johnny gut. Kam auch letztens erst raus. Ich müsste einen Discord-Link raussuchen. Den gibt es irgendwo auf dem Discord zu download. Schön kleiner Johnny. Von 130 bis 150 PS hat er irgendwie sowas. Ich glaube, den 130, der reicht ja. Auch eine schöne Größe, muss ich sagen. Wenn man mal so sieht. Schön klein, kompakt, aber trotzdem ein bisschen Leistung noch. Aber ja. Kann man mal fahren, ja, so gesagt. Ist nicht angesehen, ist ein Saatbett. Wenn jemand Fragen hat. Das ist ein Saatbett. Sieht man Unterschied sehr, sehr schwer. Aber man merkt doch, dass das eine dunkler ist als das andere. Weil hier oben in Sicht muss ich schon mal. Ein bisschen merkt man es. Okay, wir sehen uns nachher wieder. Ich mach das auch nochmal, weil Zeit auch fertig ist. So, jetzt werden wir damit auch fertig. Alter, kommt der angeheizt, ey. Dann fahren wir gerade schon schnell nochmal zum Händler. Dann wären wir damit schon mal durch. Da müssten wir uns überlegen, wie das jetzt mit den anderen Wiesen ist. Ob die jetzt nochmal vor November befahrbar wären, dass wir vielleicht noch einen vierten Schnitt, also für mich dritten Schnitt
für Ingame Viertelschnitt machen. Muss mal gucken. Ist halt alles so, sag ich mal, Step by Step. Ich würde mich freuen, wenn wir noch einen Schnitt machen täten. Beim Schnitt kann der 633 wieder ein bisschen mehr arbeiten. Der 633 macht bei mir das meiste, was um die Grünlandbergung und alles abgeht. So, dann stellen wir den gerade mal zurück. Den gebe ich nachher zurück. So, zack, zack, zack. Hallo, Sipo. Schöner Schlepper, muss ich wirklich sagen. Wäre noch was für uns, aber das ist schon, wenn wir jetzt auf den schon upgraden würden, das ist schon zu groß. So, wir sehen uns am Hof wieder. So, habe ich euch schon die Heuernte, die Ausbeute aus der Heuernte gezeigt? Ich glaube noch nicht. Gehen wir mal gucken. Da sind sie, die paar Walle. Und jetzt sind das hier sind 18, 19, 90 Stück lang. Und das war vom Stroh noch, aber ich glaube, wir müssen noch Stroh zukaufen. So, ich spule mal die Zeit vor, bis wir wieder was zu tun haben. Bis dahin. So, jetzt sind wir im Oktober. Unsere Wiesen sind reif. Die machen wir jetzt erstmal ab. In der Zwischenzeit habe ich die Kühe versorgt und alles, ne, so alle mögliche Krams, ne. Das muss ja auch gemacht werden. Aber jetzt muss ich gerade mal gucken. Der hat 52 PS, wie groß ist Mähwerk? 50. Ja, komm, wir nehmen den großen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Den Mähwärsch. Mal gucken, ob der das überhaupt rausbekommt. Das sehen wir jetzt. Wo glaube ich einen IRC erst rausfahren muss. Ah, was ich noch sagen wollte, mein Wohnmobil ist fertig, ich habe keine Tür. Das habe ich jetzt auch noch nicht gebaut. Aber jetzt fahren wir erstmal zum ersten Lager. Nee, wir sind zum ersten Wiese. Sind nur zwei, die ich mähen kann. Die werden auch dann wieder Silo. Die Trommeln auch noch müssen. Vorne ist ja einfach. Ah.
inside is pleading when your heart's bleeding and all you can see is red. Till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. Cause I was too young and I didn't understand that you Wir sind fertig mit den Feldern. Wir fahren jetzt wieder zum Meer. Machen wir erstmal ein bisschen das Schiff sauber. Ne? Alles was dazu gehört. Ist halt so. Pflege ist alles. So, machen wir jetzt erstmal ein bisschen was sauber. Dass er wieder glänzt, ne? Muss ja. Stellen wir aber erst hinten hin, weil ich vorher noch den Wänden herausholen muss. Bleibt ja so stehen.
Brauchen wir nachher nochmal. Da, den nehmen wir jetzt mal. Damit begeben wir uns in der nächsten Folge. Nämlich, wie ich sehe, ist die Folge schon vorbei. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch abonnieren. Schreibt was in die Kommentare, was ihr wissen wollt, ne? Wie es euch das Projekt hier so gefällt. Und dann sage ich mal, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.